Das Thema ist die Urmedizin, das sollte heißen Wort und Wurz. Aber da konnten die Vertreter von dem Verlag nichts anfangen. Aber Wort und Wurz sind eigentlich die zwei Säulen, auf der die traditionelle Heilkunde aufgebaut ist. Wort ist das therapeutische Wort, die Kraft der heilenden Suggestion. Und Wurz ist die Heilpflanze. Man meinte, dass die Heilpflanzen vor allem ihre Kraft in der Wurz haben. Deswegen heißen die besten und wichtigsten Heilpflanzen immer Wurz. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir die Meisterwurz gefunden. Die ist ja wirklich eine wunderbare Heilpflanze. Ich habe sie bei mir auf dem Hof wachsen. Die Meisterwurz. Ich heb sie mir auf, wenn ich mal ganz und gar krank bin. Die ist so stark, man spürt das schon, wenn man ein bisschen von der Wurzel isst. Also das sind die zwei Aspekte, Wort und Wurz. Nun, was wir immer lesen in der Schule, was ich in der Schule gehört habe, ist, dass das Heilen, dass die Medizin irgendwann mal vor 4.000 oder 5.000 Jahren in Ägypten und im Nahen Osten, in Sumerien, bei den Chaldeern, Babyloniern anfing und war noch sehr, sehr mystisch und magisch, verbrämt. Zum Beispiel, wenn jemand krank war in Sumerien, da wurde ein Schaf oder ein Ziegenbock geschlachtet. Und ehe der Bock geschlachtet wurde, musste der Patient hineinatmen in die Nüstern. Und dann wurde er zeremoniell geschlachtet. Natürlich musste der Patient auch für den Ziegenbock oder Schafsbock aufkommen, wurde hineingeatmet. Und dann wurde die Leber herausgenommen und die Priester schauten die Leber an und sagten, aha, so, kommen Sie mal her, sehen Sie diesen Fleck da? Sieht gar nicht gut aus. Da müssen wir etwas unternehmen. Es könnte schlimmer werden. Und diese kleine Stelle hier, also die Menschen brauchen immer so schöne Beweise. Von solchen Aberglaube wurde dann die Medizin befreit. Und in Griechenland lernen wir, dass so jemand wie Hippokrates Krankheiten nicht mehr auf erzürnte Ahnen oder erzürnte Götter zurückführte. Oder also Ahnen, die sich ärgerten, dass man nicht an sie dachte und nicht ihnen opfert. Oder die Götter, die man nicht am Morgen gegrüßt hat. Oder irgendwelche karmische, also Vergehen, die man gemacht hat, sondern Hippokrates brachte die Heilkunde auf eine rationelle Ebene. Und zwar auf Umwelteinflüsse und auf die Harmonie der Säfte, ob da zu viel Schleim oder Blut oder schwarze Galle oder gelbe Galle ist im Körper. Und da wurde dann gemessen, wenn zu viel gelbe Galle da war, da war der Mensch meistens sehr zornig. Wenn man gelbe Galle hatte, dann hatte man zu viel Cholera und war ein Choleriker. Und da lief einem manchmal die Galle über. Was ich sagen will, es wurde die Ursachen der Krankheit wurden auf natürliche Ursachen zurückgeführt, nicht mehr auf Götter oder Geister und Ahnen und so weiter. Dann kam diese Heilkunde kam dann von Griechenland nach Rom. Die Römer, die haben das dann weitergeführt. Ein Arzt namens Galen hat das weitergeführt und brachte es zu einer neuen Blüte mit ganzen Mengen interessanten Rezepten.
Aber dann plötzlich kamen die Barbarenhorden aus dem Norden. Raufende, saufende Barbaren, analphabetisch, kein Sinn für Lesen und Schreiben. Und die brannten sogar die Bibliotheken nieder. Und das kostbare Heilwissen drohte verloren zu gehen. Zum Glück gab es brave Mönche, die in ihren Kämmerchen die übrig gebliebenen Manuskripte kopierten. Und so wurde das Heilwissen gerettet und lebte weiter und wurde dann in der Klostermedizin weiterentwickelt. Bald gab es Klostergärten. Und was wir haben dann ist, dass die Medizin gerettet wurde und hat sich dann weiterentwickelt bis zur heutigen Medizin. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Seht ihr, keine Begeisterung hier. Das Ganze ist natürlich Ideologie, ist Fortschrittsideologie. Denn als Ethnologe oder Völkerkundler weiß ich, dass jeder Stamm, jedes Volk, jede Ethnie hat ihre Heilkunde und die ist effektiv.